Moin Leute, die ist Sein am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In meinem letzten Video, wo ich euch einige sehr interessante Hinweise für ein mögliches kommendes Red Dead Online Update gezeigt habe, gab es einige sehr interessante Kommentare. Hier bedanke ich mich natürlich an jeden, der sich das Ganze angesehen hat, kommentiert hat und an die Leute, die uns weitere Hinweise in die Kommentare geschrieben haben. Falls ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, könnt ihr das Ganze jetzt natürlich nachholen. Ein Link dazu gibt's oben rechts und unten in der Videobeschreibung. Manche der Leute in den Kommentaren sind jetzt schon gespannt, einige sind jetzt schon gehypt und einige sind nicht so glücklich darüber, was uns Rockstar in letzter Zeit abliefert, aber diese geben auch die Hoffnung nicht auf. Wir werden uns aber in diesem heutigen Video die Kommentare rauspicken, die uns weitere mögliche Hinweise auf das nächste Update geben. Also, falls euch das Ganze interessiert, bleibt dran. Fangen wir doch gleich einmal mit dem ersten Kommentar an. Der Daxmaster schreibt, den Stand vom Trapper gibt's neuerdings auch wieder in den Wäldern, bloß ohne Trapper. Hierzu kann ich nur sagen, seitdem ich Red Dead Online spiele, gab es eigentlich meiner Meinung nach diesen Trapper-Stand schon immer in den Wäldern, nur halt, wie schon gesagt, ohne Trapper. Hier im Hintergrund sieht man gerade eine Spielszene aus der Story von Red Dead und da sieht man auch, wie das Ganze mit dem Trapper-Stand aussieht. Man kann hier schon, wie gesagt, die legendären Tiere hinbringen, um diese dann zu verarbeiten für irgendwelche Talismane, Kleidungsstücke oder sonstiges. Des Weiteren habt ihr hier auch die Möglichkeit beim Trapper eure erlegten Tiere zu verkaufen. Als Beispiel die ganzen Fleischsorten, die ihr mit euch rumschleppt, die ihr nicht benutzt, oder auch andere Tierteile könnt ihr hier verkaufen. Schauen wir uns das Ganze jetzt aber nochmal in Red Dead Online an. Den Trapper-Stand findet ihr hier in den Wäldern von New Hanover, ganz in der Nähe der Emerald Station, oberhalb des Vs von New Hanover. Momentan sieht das Ganze so aus, dass das Ganze hier leer ist, man kann hier gar nichts machen, mit niemandem interagieren. Das einzige, was man machen kann, ist die Schachtel Premium-Zigaretten, die gleich links neben dem Trapper-Tisch liegt, die kann man mitnehmen. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass wir früher oder später den Trapper in Red Dead Online hier finden werden. Ich stelle mir das Ganze so vor, dass das so sein wird wie mit der Sammlerrolle oder der Schwarzbrennerrolle. Für die Sammlerrolle haben wir uns zu Madame Nazar begeben und konnten uns dort die Sammlertasche kaufen, um die Sammlerrolle anzunehmen. Bei dem Schwarzbrenner war es dann so, dass wir uns dafür in eine Bar ganz in der Nähe der Emerald Ranch begeben haben und dort Maggie vorgefunden haben. Die hat uns dann in die Rolle des Schwarzbrenners eingewiesen und wir hatten dann unsere Schwarzbrennerrolle. Und meine Vorstellung ist es, wenn es soweit ist, dass wir genau hier hinkommen werden, um die Rolle des Trappers oder Jägers anzunehmen. Und hier möchte ich nochmal einen Abstecher zu einem heiß diskutierten Thema machen. Ich konnte immer wieder in den Kommentaren lesen, dass die Leute überhaupt gar keine Lust auf die Rolle des Fotografen haben. Ich will euch aber etwas von meiner Ansichtsweise erzählen. Ich denke nämlich, dass die Rolle des Fotografen gar nicht so im Spiel sein wird. Für mich ist es eher möglich, dass wir die Rolle des Jägers oder Trappers bekommen und die Fotokamera nur praktisch ein Utensil ist, ein Werkzeug ist, genauso wie die Sammlertasche beim Sammler oder auch unser Fernglas, welchen wir beim Sammler kaufen konnten. Ich stelle es mir so vor, dass wir beim Trapper unter anderem uns diese Kamera kaufen können, um damit noch mehr Geld im Spiel zu machen. Als Beispiel könnte man doch sagen, wir müssen ein Tier erlegen und müssen dann ein Foto davon schießen, um das als Beweis an eine Person auszuhändigen. Stellt euch mal vor, da gab es eine Familie, die von Wölfen zerfleischt wurde. Ihr begibt euch auf die Jagd, müsst diese Wölfe töten und als Beweis bringt ihr einfach ein paar Fotos von toten Wölfen vorbei. Ich meine mich zu erinnern, dass es in GTA 5 auch schon Missionen gab, wo man Fotos mit dem Handy machen musste, um diese dann als Beweis auszuliefern. Also könnte man meiner Meinung nach die Rolle des Fotografen mit der Rolle des Trappers oder Jägers kombinieren. Aber zu weiteren möglichen Rollen in Red Dead Online würde ich gerne nochmal in einem anderen Video eingehen. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem nächsten Kommentar. Henry K. schreibt, Rhodes Donkeys könnte sich auf die Wollmühle in Rhodes von der Familie Gray beziehen. Im Story-Modus kann man dort Esel sehen, die die große Holzmühle drehen, indem sie dort im Kreis gehen. Henry K. bezieht sich hier auf diese Textdatei. Dort können wir ganz oben Rhodes Donkeys lesen. Und ab geht's nach Rhodes. Hier zeige ich euch einen Map-Ausschnitt, wo ich einen Wegpunkt gesetzt habe. Das Ganze befindet sich hier in Rhodes
und ihr könnt euch dann in der Story einmal selber hierhin begeben, um euch das Ganze anzusehen, oder es reicht euch auch einfach mein Clip. Dort angekommen sehen wir dann auch schon hier die Esel, die diese Wollmühle drehen. Ich persönlich wusste gar nicht, dass es sich dabei um eine Wollmühle handelt. Immer wieder Wahnsinn, was die Leute nicht alles wissen. Grüße geht raus, vielen Dank Henry für diese Information. Und in der Tat, hier gibt es Esel in Rhodes und es könnte tatsächlich so sein, dass wir mit dem nächsten Update auch Esel in Rhodes finden. Dann wäre die ganze Sache abgehakt, meine Theorie mit der Mission und den Eseln wäre dann futsch. Oder es kann sein, dass dann hier eine Mission stattfinden wird, wo wir in irgendeiner Art und Weise mit diesen Eseln interagieren müssen. Aber da können wir einfach gespannt bleiben und abwarten. Weiter geht's mit dem nächsten Kommentar. Und hier haben wir auch wieder Henry K. Er schreibt, eventuell wird der Schießstand dann der in Armadillo sein, da ist ja hinter dem Saloon einer aufgebaut. Henry K. bezieht sich hier wieder auf das Textfile mit Shooting Range. Shooting Range bedeutet ja, wie ich schon im letzten Video erklärt habe, Schießstand. Und dabei kann es sich in der Tat um diesen hier in Armadillo handeln. Ich habe mich einmal im Story-Modus dorthin begeben, um euch das Ganze hier einmal im Fotomodus genauer zu zeigen. Man hat hier einige Töpfe hängen und im Hintergrund sieht man auch schon die ganzen Zielscheiben und einiges an Flaschen rumstehen. Das sind hier also alles Punkte, wo man dann draufballern kann, um seine Schießkünste zu testen. Natürlich kann man damit auch gucken, wie genau eine Waffe ist und wie präzise ihr schießen könnt, wenn ihr diese Flaschen im Hintergrund nutzt, um dort drauf zu ballern. Ein weiteres Detail sind die ganzen Lancaster-Aufschriften an diesen Zielscheiben. Dann kann man natürlich hier drauf schießen, bekommt aber keine Punkte dafür. Man kann sich hier einfach nur ein bisschen austoben. Das Ganze schauen wir uns auch nochmal im Online-Modus an. Im Online-Modus sieht das Ganze genauso aus, nur mit dem kleinen Unterschied, dass ihr euch hier mit euren Freunden hinbegeben könnt, um zu schauen, wer hat die flinksten Finger am Abzug. Das Ganze ist nämlich frei zugänglich in der öffentlichen Lobby und somit könnt ihr euch auf jeden Fall einmal hier hinbegeben. Jetzt zeige ich euch einmal die Location. Diesen Schießstand findet ihr hier unter dem ersten A von Armadillo. Sollte eigentlich kein Problem sein, genau diese Location, wo ich mich hier befinde. Und weiter geht's zum nächsten Kommentar. Polly schreibt, ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen, der legendäre Wolf ist schon in einer Story-Mission, wohin Moral dich führt, zu sehen und zu hören und man kann auch schon seine Spur finden. Polly bezieht sich hier auf die Story-Mission im Online-Modus, wohin Moral dich führt. Das Ganze könnt ihr hier zu viert spielen und das habe ich natürlich gemacht. Ich wollte schauen, wo es denn jetzt schon im Online-Modus ein legendäres Tier gibt. Eine sehr interessante Sache. Habt ihr diese Mission gestartet und seid mit Lee schon in Lager 1 gewesen, habt dort die ganzen Gegner getötet, solltet ihr jetzt etwas leiser sein und vorsichtiger laufen. Denn hier auf einem Felsen sitzt in der Tat ein Wolf. Wir haben uns alle ein Scharfschützengewehr eingepackt, denn wir hatten vor, diesen Wolf auch zu erlegen, um zu schauen, ob es sich dabei um den legendären Wolf handelt. Mit einem sauberen Kopfschuss wurde dann dieser erlegt und wir haben uns dorthin begeben, um zu schauen, ob es sich dabei um den gesuchten Wolf handelt. Und sieht selbst. Und Leute, hier ist es, unten rechts in der Ecke kann man es lesen, hierbei handelt es sich in der Tat um den legendären Wolf. Das Heftige ist, man kann mit diesen auch interagieren. Ich hebe diesen hier hoch und man sieht auch, das ist ein Wolf, ein richtig riesiger Wolf. Das ist hier eindeutig der legendäre Wolf. Und ich kann euch eins sagen, Leute, es bleibt spannend, denn wir kamen auf eine recht verrückte Idee. Sieht selbst. Ich habe hier meinen Jagdwagen bestellt, habe mich außerhalb der Zone begeben, draufgesprungen und schnell in die Zone reingeritten. Ich wollte sehen, kann ich diesen reinpacken, um dann diesen auch eventuell außerhalb dieser Mission zu verkaufen oder in mein Lager zu bringen. Wird dann mein Lager schlagartig voll sein, bekomme ich 1000 Dollar für diesen Wolf? Jetzt liegt's an euch, Leute. Ihr könnt entscheiden. Schreibt eine 1 in die Kommentare für ja, du kannst diesen legendären Wolf in den Jagdwagen packen, mitnehmen, außerhalb der Story verkaufen. Oder eine 2 für nein, du kannst diesen definitiv nicht in den Jagdwagen packen. Die Antwort könnt ihr dann jetzt selber sehen. Oh.
Und ihr könnt es hier sehen, Leute, ich backe einfach mal einen legendären Wolf bei mir auf dem Jagdwagen und nehme diesen mal mit außerhalb dieser Story-Mission. Mal schauen, ob dieser dann auch noch da ist und ob ich diesen auch eventuell verkaufen kann oder sonst was mit ihm anstellen kann. So, die Mission ist hier schon rum. Ich bestelle meinen Jagdwagen am Lager. Ich wollte sehen, wie sieht's aus? Kann ich diesen bei Crips abgeben? Man kann sehen, mein Jagdwagen ist auch beladen. Hinten ist eindeutig ein Wolf drin. Und wir schauen mal nach, was uns Crips dafür gibt. Beim Crips war das Ganze dann auch schon ernüchternd. Unser Wolf ist kein legendärer Wolf mehr. Es handelt sich jetzt dabei nur noch um einen schlechten Wolfskadaver. Tja, aber Leute, ich kann sagen, sehr interessant, dass wir hier einen legendären Wolf jetzt schon im Online-Modus haben. Meine Vermutung ist nämlich, dass wir diese legendären Tiere dann später in Missionen finden werden, um diese dort zu jagen oder sonstiges mit denen zu machen. Hier ist das Ganze auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel gewesen. Vielen Dank nochmal an Polly. Und für euch jetzt hier nochmal eine Map-Einblendung, wo ihr diesen legendären Wolf in der Mission finden könnt. Ihr setzt euch einfach ganz genau eine Markierung an diese Stelle hier, wo ich es gemacht habe, zwischen dem Tall und den Trees, etwas weiter rechts davon. Und dann könnt ihr schon die Mission starten und selber einmal auf die Jagd gehen. Ja Leute, das waren auf jeden Fall sehr interessante Kommentare. Ich hätte echt nicht vermutet, dass es schon Esel in Rhodes gibt. Das mit dem Schießstand und dem Trapper wusste ich zwar, aber ich wollte euch hier das Ganze nochmal zeigen. Und dann noch zum Schluss mit diesem legendären Wolf. Ganz ehrlich Leute, wer hätte das gedacht, dass es diesen jetzt schon in einer Online-Mission zu finden gibt. Richtig geil, Leute. Vielen Dank für die ganzen Kommentare, für diese ganzen Anregungen. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, checkt das Video vom letzten Mal einmal ab. Wie gesagt, einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es noch weitere Kommentare mit sehr viel Anregungen. Und ich kann euch sagen, auf diese Sachen werde ich noch eingehen. Ein weiteres Video wird folgen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Zocken. Bleibt gesund und haut da rein. Design.